Die Polarkappen schmelzen, der Meeresspiegel steigt, Wüsten breiten sich aus, Wetterextreme nehmen immer weiter zu, der Klimawandel bedroht unsere Zukunft. Viele Leute wollen der Zerstörung unserer Lebensgrundlagen nicht weiter zusehen, aber sie bleiben passiv, weil der Anschluss an eine breite Bewegung fehlt. Fridays for Future hat das geändert. Am Anfang haben sie die Schülerinnen belächelt. Heute kommt auch die etablierte Politik nicht um das Thema Klimawandel herum. Der Impuls ging damals von den Schulen aus. Wir Studentinnen haben den Staffelstab aufgegriffen, denn gemeinsam sind wir stärker. Wir sind weit gekommen, aber wir dürfen hier nicht Halt machen. Wir vom SDS setzen uns dafür ein, dass SchülerInnen, StudentInnen, ArbeitnehmerInnen und Gewerkschaften zusammen auf die Straße gehen. Nur so können wir genügend Druck aufbauen, um die Bundesregierung zum Einlenken zu zwingen. Wir sind viele, wir sind laut. Bürgerliche Politiker sprechen oft von den sozialen Kosten der Klimapolitik. Das ist scheinheilig. Wir wehren uns dagegen, Soziales und Ökologie gegeneinander auszuspielen. Wir sagen, beides muss Hand in Hand gehen. Nicht der Einzelne soll die ökologische Transformation bezahlen, sondern die größten Klimasünder, die fossile Wirtschaft und die Autoindustrie. Gleichzeitig müssen effektive Sofortmaßnahmen her. In Berlin haben wir den kostenlosen Nahverkehr für Schülerinnen durchgesetzt. Mit der Unterstützung der Linken machen wir uns als Studentinnen im SES dafür stark, dass das in Zukunft auch für alle anderen gilt, in allen deutschen Städten, damit mehr für alle drin ist. Für uns bleibt klar, es wird nicht reichen, dem Kapitalismus nur einen grünen Anstrich zu verpassen. Wir müssen unser Wirtschaftssystem grundlegend hinterfragen und Alternativen entwickeln. Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, will nicht, dass sie bleibt. System Change, not Climate Change.